Peter macht heute einen Corona-Test und ist auf dem Weg in das Duisburger Corona-Testzentrum. Wir begleiten ihn dabei und zeigen euch, wie so ein Test abläuft. Zuerst werden Peters Daten aufgenommen. Das erfolgt zum Beispiel über das Auslesen der Gesundheitskarte. Die Informationen werden in einer gesicherten Datenbank erfasst. Peter erfährt, was er beachten muss. Alle Infos stehen aber auch noch einmal in den Unterlagen, die ihm mitgegeben werden. Nach der Registrierung erhält er eine Wartenummer und wird dann aufgerufen. Eine Ärztin macht einen Abstrich mit einem Wattestäbchen in Rachen und Nase. Danach ist der Test beendet und Peter kann wieder los. Die Probe wird nun im Labor auf Covid-19 getestet. Sollte das Ergebnis positiv ausfallen, Peter sich also mit dem Coronavirus infiziert haben, ruft das Gesundheitsamt an, um Peter die Quarantänemaßnahmen zu erklären und um seine Kontaktpersonen zu ermitteln. Das Testergebnis liegt in der Regel innerhalb von 48 Stunden vor und kann auch über einen QR-Code oder im Internet abgefragt werden. Alle negativ Getesteten, also die, die sich nicht infiziert haben, erhalten als Nachweis außerdem ein Schreiben des Labors mit dem erfreulichen Ergebnis.